Kapitel 11, Abschnitt 8. Der Wunderführer. Wunder zeigen auf, dass das Lernen unter der richtigen Führung stattgefunden hat, denn Lernen ist unsichtbar. Und das Gelernte ist nur an seinen Ergebnissen erkennbar. Seine Verallgemeinerung wird dadurch aufgezeigt, dass ihr es in immer mehr Situationen anwendet. Ihr begreift, dass ihr gelernt habt, dass es keine Schwierigkeitsgrade bei Wundern gibt, wenn ihr sie in allen Situationen anwendet. Es gibt keine Situation, auf die Wunder sich nicht anwenden lassen, und indem ihr sie auf alle Situationen anwendet, gewinnt ihr die wirkliche Welt. Denn in dieser heiligen Wahrnehmung werdet ihr ganz gemacht, und wenn ihr die Versöhnung für euch annehmt, strahlt sie auf jeden aus, den der Heilige Geist euch sendet, damit ihr gesegnet seid. In jedem Kind Gottes liegt sein Segen, und in dem Segen, den du Gottes Kindern schenkst, liegt sein Segen für dich. Jeder in der Welt muss eine Rolle in ihrer Erlösung spielen, um zu begreifen, dass die Welt erlöst worden ist. Du kannst das Unsichtbare nicht sehen. Doch wenn du seine Wirkungen siehst, erkennst du, dass es da sein muss. Indem du wahrnimmst, was es tut, begreifst du sein Sein. Und aus dem, was es tut, lernst du, was es ist. Du kannst deine Fähigkeiten nicht sehen, aber du gewinnst Vertrauen in ihre Existenz, wenn sie dich befähigen zu handeln. Und die Ergebnisse deiner Handlungen kannst du sehen. Der Heilige Geist ist unsichtbar, du kannst aber die Ergebnisse seiner Gegenwart sehen, und durch sie wirst du lernen, dass er da ist. Was er dich zu tun befähigt, ist eindeutig nicht von dieser Welt, denn Wunder verstoßen gegen jedes Gesetz der Wirklichkeit, wie diese Welt sie beurteilt. Jedes Gesetz von Raum und Zeit, von Größe und von Masse wird transzendiert, denn das, wozu der Heilige Geist dich befähigt, geht eindeutig über sie alle hinaus. Indem du seine Ergebnisse wahrnimmst, wirst du verstehen, wo er sein muss, und schließlich erkennen, was er ist. Du kannst den Heiligen Geist nicht sehen, aber du kannst seine Manifestationen sehen. Und wenn du sie nicht siehst, wirst du nicht merken, dass er da ist. Wunder sind seine Zeugen und sprechen für seine Gegenwart. Was du nicht sehen kannst, wird für dich nur durch die Zeugen, die für es sprechen, wirklich. Denn du kannst dir dessen, was du nicht sehen kannst, bewusst sein, und es kann überwältigend wirklich für dich werden, wenn seine Gegenwart durch dich manifest wird. Tue das Werk des Heiligen Geistes, denn du hast Teil an seiner Funktion. So wie erschaffen eure Funktion im Himmel ist, so ist eure Funktion auf Erden Heilung. Gott teilt seine Funktion mit dir im Himmel, und der Heilige Geist teilt seine Funktion mit dir auf Erden. Solange du glaubst, andere Funktionen zu haben, so lange wirst du der Berichtigung bedürfen. Denn dieser Glaube ist die Zerstörung des Friedens, ein Ziel, das in direktem Gegensatz zum Sinn und Zweck des Heiligen Geistes steht. Du siehst, was du erwartest, und du erwartest, was du einlädst. Deine Wahrnehmung ist das Ergebnis deiner Einladung und kommt zu dir, wie du nach ihr gesandt hast.
Wessen Manifestationen möchtest du sehen? Von wessen Gegenwart möchtest du überzeugt sein? Denn du wirst an das glauben, was du manifestierst, und so wie du nach außen schaust, so siehst du nach innen. In deinem Geist gibt es zwei Arten, die Welt zu betrachten, und deine Wahrnehmung wird die Führung spiegeln, für die du dich entschieden hast. Ich bin die Manifestation des Heiligen Geistes. Und wenn du mich siehst, so deshalb, weil du ihn eingeladen hast. Denn er will dir seine Zeugen senden, wenn du nur bereit bist, sie anzusehen. Erinnere dich immer daran, dass du das siehst, wonach du suchst, denn was du suchst, das wirst du finden. Das Ego findet, was es sucht, und nur das. Es findet keine Liebe, denn das ist es nicht, wonach es sucht. Suchen und Finden sind jedoch dasselbe, und wenn du nach zwei Zielen suchst, wirst du sie finden, aber keines von beiden erkennen. Du wirst meinen, sie seien dasselbe, weil du sie beide möchtest. Der Geist strebt immer nach Integration, und wenn er gespalten ist und die Spaltung aufrechterhalten will, so wird er trotzdem glauben, dass er ein Ziel hat, indem er es dazu macht. Wir sagten schon, dass es bei dir liegt, was du projizierst, aber es obliegt nicht deiner Entscheidung, ob du projizierst, denn die Projektion ist ein Gesetz des Geistes. Wahrnehmung ist Projektion und du schaust nach innen, bevor du nach außen schaust. Während du nach innen schaust, wählst du den Führer für dein Sehen. Und dann schaust du nach außen und siehst seine Zeugen. Deshalb findest du, was du suchst. Was du in dir selber willst, das wirst du durch Projektion manifest machen und du wirst es von der Welt akzeptieren, weil du es dadurch in sie hineingelegt hast, dass du es wolltest. Wenn du denkst, du würdest etwas projizieren, was du nicht willst, liegt es trotz allem daran, dass du es doch willst. Das führt geradewegs zur Dissoziation, denn es stellt das Akzeptieren zweier Ziele dar, von denen jedes an einem anderen Ort wahrgenommen wird. Und die getrennt sind voneinander, weil du sie verschieden gemacht hast. Dann sieht der Geist eine gespaltene Welt außerhalb von sich, aber nicht im Innern. Das gibt ihm die Illusion der Integrität und ermöglicht ihm zu glauben, dass er nur ein einziges Ziel verfolgt. Doch solange du die Welt als gespalten wahrnimmst, bist du nicht geheilt. Denn geheilt sein heißt, ein einziges Ziel zu verfolgen, weil du nur eines akzeptiert hast und nur eines willst. Wenn ihr nur Liebe wollt, werdet ihr nichts anderes sehen. Das widersprüchliche Wesen der Zeugen, die ihr wahrnehmt, ist lediglich die Widerspiegelung eurer miteinander in Konflikt stehenden Einladungen. Ihr habt auf eure Geister geschaut und dort die Gegensätzlichkeit akzeptiert, da ihr sie dort gesucht habt. Aber glaubt deshalb nicht, dass die Zeugen für die Gegensätzlichkeit wahr sind, denn sie bezeugen nur eure Entscheidung über die Wirklichkeit und bringen euch die Botschaften zurück, die ihr ihnen gegeben habt. Die Liebe wird durch ihre Boten wahrgenommen. Wenn ihr Liebe manifest macht, werden die Boten zu euch kommen, weil ihr sie eingeladen habt. Die Macht der Entscheidung ist die einzige dir verbleibende Freiheit als Gefangener dieser Welt. Du kannst dich entscheiden, sie richtig zu sehen. Was du aus ihr gemacht hast, ist nicht ihre Wirklichkeit.
denn ihre Wirklichkeit ist nur das, was du ihr gegeben hast. Nichts anderes als Liebe kannst du irgendjemandem oder irgendetwas wirklich geben. Noch kannst du wirklich irgendetwas anderes als Liebe von ihnen empfangen. Wenn du glaubst, du habest etwas anderes empfangen, so liegt es daran, dass du nach innen geschaut und geglaubt hast, die Macht in dir zu sehen, etwas anderes zu geben. Es war nur diese Entscheidung, die bestimmt hat, was du fandest, denn es war die Entscheidung für das, wonach du suchtest. Du hast Angst vor mir, weil du nach innen geschaut und Angst vor dem hast, was du gesehen hast. Es ist aber nicht möglich, dass du die Wirklichkeit gesehen hast, denn die Wirklichkeit deines Geistes ist die lieblichste der Schöpfungen Gottes. Da er nur von Gott kommt, könnten seine Macht und Größe dir nur Frieden bringen, wenn du wirklich auf ihn schautest. Wenn du Angst hast, liegt es daran, dass du etwas gesehen hast, was nicht dort ist. Doch an dem gleichen Ort hättest du mich und alle deine Brüder schauen können, in der vollkommenen Sicherheit des Geistes, der uns schuf. Denn wir sind dort im Frieden des Vaters, der seinen Frieden durch dich ausdehnen will. Sobald du deinen Auftrag, Frieden zu projizieren, angenommen hast, wirst du ihn finden, denn indem du ihn manifestierst, wirst du ihn sehen. Seine heiligen Zeugen werden dich umgeben, weil du sie angerufen hast, und sie werden zu dir kommen. Ich habe deinen Ruf vernommen und auf ihn geantwortet. Doch willst du mich weder schauen noch die Antwort hören, die du gesucht hast. Der Grund ist der, dass du noch nicht nur das willst. Doch während ich wirklicher für dich werde, lernst du, dass du in der Tat nur das willst. Und du wirst mich sehen, wenn du nach innen schaust, und wir werden gemeinsam auf die wirkliche Welt schauen. Durch Christi Augen existiert nur die wirkliche Welt und kann nur die wirkliche Welt gesehen werden. Wie du dich entscheidest, so wirst du sehen. Und alles, was du siehst, legt nur Zeugnis von deiner Entscheidung ab. Wenn du nach innen schaust und mich siehst, liegt es daran, dass du dich dafür entschieden hast, die Wahrheit zu manifestieren. Und indem du sie manifestierst, wirst du sie sowohl außen als auch innen sehen. Du wirst sie außen sehen, weil du sie erst innen gesehen hast. Alles, was du außen siehst, ist ein Urteil darüber, was du innen gesehen hast. Wenn es dein Urteil ist, wird es falsch sein, denn Urteilen ist nicht deine Funktion. Wenn es das Urteil des Heiligen Geistes ist, wird es richtig sein, denn Urteilen ist seine Funktion. Ihr teilt seine Funktion nur mit ihm, indem ihr so urteilt wie er und euch selbst kein Urteil vorbehaltet. Denn ihr werdet gegen euch selbst urteilen, er aber urteilt für euch. Denkt also daran, dass ihr euch jedes Mal, wenn ihr nach außen schaut und abfällig auf das reagiert, was ihr seht, als unwürdig beurteilt und zum Tode verurteilt habt. Die Todesstrafe ist das letztendliche Ziel des Ego, denn es ist fest davon überzeugt, dass du ein Verbrecher bist und den Tod ebenso sehr verdienst, wie Gott weiß, dass du das Leben verdienst. Die Todesstrafe verlässt den Geist des Ego nie, denn sie ist das, was es dir am Ende immer vorbehält. Da es dich als letzten Ausdruck seiner Gefühle für dich töten will, lässt es dich nur leben, um den Tod zu erwarten. Solange du lebst, wird es dich peinigen, aber sein Hass ist nicht befriedigt, bis du stirbst.
Denn deine Zerstörung ist das einzige Ziel, auf das es hinarbeitet. Und es ist das einzige Ziel, mit dem es sich zufrieden gibt. Das Ego begeht keinen Verrat an Gott, an dem Verrat unmöglich ist. Aber es begeht Verrat an dir, der du glaubst, deinen Vater verraten zu haben. Deswegen ist das Ungeschehenmachen der Schuld ein wesentlicher Teil der Lehre des Heiligen Geistes. Denn solange du dich schuldig fühlst, hörst du auf die Stimme des Ego, das dir sagt, dass du Gott verraten hast und deshalb den Tod verdienst. Du wirst denken, der Tod komme von Gott und nicht vom Ego, denn da du dich mit dem Ego verwechselst, glaubst du, den Tod zu wollen. Und vor dem, was du willst, bewahrt Gott dich nicht. Gerätst du in Versuchung, dem Verlangen nach dem Tode nachzugeben, so denk daran, dass ich nicht starb. Du wirst begreifen, dass das wahr ist, wenn du nach innen schaust und mich siehst. Hätte ich den Tod für mich alleine überwunden? Und wäre mir vom Vater das ewige Leben gegeben worden, wenn er es nicht auch euch gegeben hätte? Wenn du lernst, mich manifest zu machen, dann wirst du den Tod niemals erblicken. Denn dann hast du das Todlose in dir selbst geschaut und du wirst nur das Ewige sehen, während du auf eine Welt hinausschaust, die nicht sterben kann.